So, Punkt 11 Uhr, Hallihallo. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zur Ideenmesse. Ich bin der Gerald Thür, Teamlead Marketing bei Servicereisen und habe das ganze Konstrukt Ideenmesse hier organisiert. Die Beschwerden gehen bitte an gerald.thür@servicereisen.de über irgendetwas. Na, nächster Vortrag ist von den Kollegen Irland. Einmal der Chris Rübel von Tourism Ireland. Hallo Chris. Und die wundervolle Pia Marlene Veit, die bei uns für UK und Ireland zuständig ist im Senior Purchasing. Ganz kurz zum weiteren Prozedere. Jeder, der eine Frage hat, kann die über den ganz offiziellen Chat, der kann unten eingeblendet werden, einfach eine Frage stellen, was ihn interessiert. Und wir werden die aufnehmen. Und am Ende des Vortrags werden dann die beiden Kollegen versuchen, auf jeden Fall, und ich gehe mal davon aus, das klappt, diesen dann auch zu beantworten. Und ich gehe auch davon aus, dass der ein oder andere durchaus noch Irland nächstes Jahr für sein Programm braucht. Wir haben den ganzen Tag auch persönliche Beratungsgespräche verfügbar. Da haben wir in den FAQs, die kann man sich auch unten anzeigen lassen, einen Link drin, und dann kommt man einfach zu einem Zoom-Meeting. Ich würde vorschlagen, das macht man dann eher zum Ende des Vortrags als mittendrin. Es sei denn, man ist so begeistert, dass man sofort loslegen will. Und dann wünsche ich mal viel Spaß und übergebe an den Chris und an die Pia und bis später. Sorry, ich weiß nicht, bin ich schon auf Sendung? Ja, du bist schon auf Sendung. Also jetzt nochmal ein herzliches Willkommen von mir, von der Pia Veit und von. Ja, dann herzlichen Dank an alle, die jetzt so draußen in der virtuellen Welt dabei sind und die ich leider nicht sehen kann. Und ich gehe jetzt mal auf Share Screen und hoffe, dass diese technische Funktion dann funktioniert. Muss ich halt irgendwo, aha. Das sind so die berühmten. Unten in der Mitte ist Bildschirm freigeben. Ja, Share Screen habe ich. Das Problem ist, dass ich darauf nicht das finde, was ich sharen will. Ah, so. Und jetzt kann man Genau. hoffentlich etwas sehen im Vollbild oder im Teilbild. Dann mach's mal auf Präsentation starten und dann, genau, dann haben wir es, glaube ich. So, das ist jetzt hier wieder da. Nee. Das Ist ist leider nicht so einfach, wie man sich das denkt. die Ansicht ist bei mir anders. Ja, bei mir ist es leider Gottes ein Siehst du A. Ja. oben links oder unten? Genau da geht's auch, ja. So, ich bitte um Entschuldigung, aber wer mein Gesicht vorhin gesehen hat, sieht, die Altersringe da drumherum sind nicht die der digitalen Welt. Jetzt aber willkommen zu einem kurzen Marsch durch Irland. Ich möchte Ihnen das einfach so schmackhaft machen, wie es mir geworden ist im Laufe der Zeit, die ich da gearbeitet habe. Und erstmal ein paar allgemeine Bemerkungen. Irland, das ist einfach die Landschaft. Es sind die Pubs. Es ist grün überall. Und übrigens dieses wunderbar zurechtgeschnittene Stück Hecke, das ist das offizielle irische Staatssymbol. Das ist nicht der Shamrock, sondern die Harfe. Ja, Musik, das Zusammenkommen im berühmten Wohnzimmer der Iren im Pub abends ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich Guinness. Und das, was man dazu verzehrt. Und an der Stelle mache ich mal gleich den ersten Einschub zum Thema Essen. Irland hat einen bedauernswert nicht ganz so guten Ruf in Sachen Essen, aber tatsächlich eine ganz hervorragende Küche. Irland war eine arme Insel. Das heißt, was man gehabt hat, waren Kartoffeln, die aus dem Land kamen und alles, was man aus dem Wasser gezogen hat. Das war den Iren gar nicht so bewusst, dass da zum Teil sehr Edles an Essen drin ist. Es war halt das arme Leuteessen, das, was direkt verfügbar ist. Und als dann der keltische Tiger in den 90er Jahren Irland so richtig vorangebracht hat, haben die Iren sich eine ganze Menge auch internationaler Köche ins Land geholt und haben dann aus irischen Produkten gemeinsam mit international begabten Köchen und begabten irischen Köchen eine international irische Küche gemacht. Man kann ganz hervorragend essen in Irland, auch Fish and Chips, aber es ist nicht die Minzsoße bei uns. Ja,
Symbole des frühen Christentums. Die Iren waren eigentlich schon ganz frühe Touristen, die Missionare, die irischen Mönche, die hier quer durch Europa gegangen sind und an vielen Stellen missioniert haben. Die keltische Tradition Irlands, wie hier so wunderschön zu sehen. Dann die guten alten Burgen und auch hier ein kleiner Einschub, Trim Castle, eine wunderschön anzusehende normannische Burg. Das hat man für den schottischen Film Braveheart gebraucht. Da spielt Trim Castle als die große Burg eine ganz wichtige Rolle. Das Stadtleben, Kleinstadtleben, hier in dem Fall Dingle Town, es sind keinesfalls nur Touristen, die sich da im Zweifelsfall auf den nächsten Pub zubewegen. Iren würden sich freuen darauf, endlich wieder mehr von uns zu sehen und warten schon begeistert. Und auch die örtliche Reiseleitung sitzt da in den Seiten und guckt, wer kommt. Ich habe so ein bisschen versucht, entlang von ein paar Programmen mal vorzugehen. Und wenn ich so die klassische Südrundreise nehme, üblicherweise Dublin beginnend, dann quer durch Irland Richtung Westen, durch die passenden Landschaften, das wilde Connemara, eine ganz, ganz eigene Landschaft, Kylemore Abbey, von dem vielleicht einige auch schon gehört haben, mit wunderbar angelegten Gärten. Der Wild Atlantic Way, immer an der Küste entlang, die berühmten Cliffs of Moher. Ring of Kerry, das ist der sogenannte Ladies' View. Ladies' View, das war eine der ursprünglichen Touristinnen, war Queen Victoria. Und die hat an diesem Aussichtspunkt gehalten mit ihren Hofdamen. Und die waren alle ganz begeistert von diesem Ausblicken. Deswegen heißt es eben Ladies' View. Und hier an der Stelle ein anderer Einschub in Sachen Irland und unserem Image. Wir haben ja das Image, dass das Wetter manchmal ein wenig feucht sein könnte oder nicht ganz so gut. Tatsächlich ist es so, wir sind eine Insel, die erste Insel vom Westen her kommend. Das heißt, da kommen sehr oft Wolken an, die dann an dieser Landmasse hängen bleiben und erst mal abregnen. Aber das sind kurze und heftige Regenfälle, keine langen, dauerhaften, wie wir sie hier in Mitteleuropa kennen. Und der Wind bläst den Regen dann meistens weiter nach 10, 20 Minuten. Danach hat man dann die automatische Trocknung durch den Wind und vor allen Dingen hat man dann die ganz berühmten 40 Shades of Green, diese 40 Grüne, die hier zum Teil in dem Bild auch deutlich werden und die einen ganz, ganz eigenen Eindruck geben. Ansonsten ist unser Klima mild, weil Golfstrom beeinflusst. Wir haben selten größere Frostperioden im Winter und selten größere Hitzeperioden im Sommer. Also gerade in den jetzigen Sommern eigentlich ein ideales Reiseziel. Cahir Castle ist dann ein weiterer wehrhafter und sehr besichtigungswerter Teil der irischen Geschichte. Und all dieses ist einiges mehr noch in diesem Irland-Klassiker-Reisen zusammengefasst und mit Sicherheit anpassbar nach eigenen Wünschen. Ein anderes Angebot, das sind die spektakulären Küsten. Das ist ja das Tolle an der Insel. Man hat rundherum immer mehr, immer Küste. Gut, man kommt jetzt zunächst mal dann natürlich in einer Hafenstadt an, in dem Fall Belfast. Und ich gestehe hier ganz heimlich und ehrlich, Belfast ist meine Lieblingsstadt in Irland. Sie ist nicht unbedingt die schönste, aber sie ist die von der Atmosphäre her tollste Stadt, aber das ist subjektiv. Heimat der Titanic, eines der berühmten Wandbilder dort. An der Nordirlands Küste beispielsweise, Dunluce Castle, auch eine der berühmten Burgen dort. Man sieht es ein bisschen, zerfallen ist es schon. Und eines der berühmtesten Elemente dabei ist, dass während eines großen Festmahls irgendwann der Essensnachschub aus der Küche stoppte. Und als man dann reinging, um zu gucken in der Küche, fragen wollte, warum nichts mehr kommt, war die Küche weg. Ist komplett mit Felsen ins Meer gestürzt. Sehr, sehr ärgerlich. Das Festmahl war dann auch vorzeitig beendet. Hier auch im Norden, in Donegal, Slieve League, auch wunderbare Küsten. Die Cliffs of Moher sind etwas berühmter, weil sie dann ganz steil und scharf abfallen. Slieve League ist eigentlich sogar höher, rund 600 Meter hohe abfallende Klippen. Sie sind nicht ganz so berühmt, aber haben da ganz, ganz eigene Atmosphäre, ein ganz, ganz toller Besuchspunkt.
Es geht dann weiter Richtung Süden, auch wieder durch Connemara, berühmt für seine Ponys. Den Burren, eine ganz, ganz einzigartige Karstlandschaft. Oliver Cromwell, der berühmt-berüchtigte englische Kolonialist, der also auch mit Armeen da durch Irland getobt ist, um das Land zu unterdrücken, der hat über den Burren mal gesagt, es gibt keine Bäume, an denen ich jemanden aufhängen könnte, es gibt kein Wasser, in dem ich einen ersäufen könnte und es gibt keine Erde, in denen ich sie verscharren könnte. Der mochte also den Burren gar nicht. Aber der Burren hat eine ganz, ganz wunderbare eigene Atmosphäre, eigene Fauna auch, oder es ist Flora, Entschuldigung, das verwechsel ich mal, jedenfalls Pflanzenwelt. Und der berühmteste aller Dolmen, alte, antike Grabstätte, steht hier auch. Ja, das Ganze geht eben immer entlang des wilden Atlantiks, nachdem wir den Weg benannt haben. Eine recht geniale Idee vor einigen Jahren, endlich mal zu sagen, naja Gott, ich meine, wir haben ganz viele Straßen, die am Meer entlang führen und die zum wirklich spektakuläre Ausblicke bieten. Jetzt kennzeichnen wir die eben mal fortlaufend, eben der Wild Atlantic Way, und das ist auch ganz hervorragend aufgenommen worden. Ja, generell ist die Straßensituation gut. Sie können sich sicher vorstellen, dass hier zwei Busse sich entgegenkommend ganz easy aneinander vorbeikommen. Aber jenseits dieses kleinen müden Scherzes, es ist so, dass in Irland immer rücksichtsvoll Auto gefahren wird, also zumindest außerhalb der Großstadt. Und insofern wird man Verkehrsprobleme immer einvernehmlich zu regeln wissen. Man kommt dann wiederum etwas weiter im Süden an die berühmten drei Finger der Halbinsel. Der nördlichste ist die Halbinsel Dingle, der mittlere ist der berühmte Ring of Kerry, der südliche ist Beara. Alle drei besuchenswert, aber insbesondere eben der Ring of Kerry, der berühmt ist, und die Halbinsel Dingle, die eine ganz hervorragende Alternative darstellt. Auch nahe Cork wird heutzutage tatsächlich Jameson produziert in Middleton, eine wunderbare Form der irischen Spiritualität, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Wärmstens ist ernst gemeint, bei Erkältungen ist also ein ganz beliebtes irisches Heilmittel der Hot Toddy, das heißt der heiße Whisky, oder aber man macht einfach eine Tasse Tee und reichert sie an mit wenigstens 30% Whisky, das kommt auch gut. Ja, und dann wieder geht es wieder zurück Richtung Dublin, vorbei an einer absoluten Glanzleistung der alten Baumeister, der Rock of Cashel. Also großartig, was die damals hier hingestellt haben. Nahe Dublin dann die Wicklow Mountains. Glendalough ist eine der ganz berühmten frühen christlichen Städte, die zu besuchen sich lohnt. Und dann Dublin, wo man dann noch einen schönen Abschiedsabend haben kann. Und auch hier nochmal so der Hinweis, also Musik, musizieren und singen ist in Irland was ganz, ganz Wichtiges. Das machen die Iren von Anfang an in der Schule, wenn man irgendwo zusammenkommt. Man sieht es beim Fußball, wenn die Iren mal wieder bei irgendwas dabei sind, wie sie voller Begeisterung singen, völlig egal, wie das Spiel gerade läuft. Und das ist in Irland normal. Also wer in Irland in eine Kneipe kommt, so gegen Abend ab so 9 Uhr rum. Da wird oft beobachten, dass dann Leute zusammenkommen und zusammen Instrumente spielen. Wenn jemand da mitmachen will, mitsingen will, mitspielen will, er ist immer willkommen. Denn die Qualität ist nicht so wichtig wie die Begeisterung und das gemeinsame Erlebnis dabei. Ganz, ganz wunderschön. Ja, und dann ist auch so eine Reise wieder mal zu Ende und es geht wieder zurück per Fähre, so man den eigenen Bus dabei hat. Und das Ganze ist in einem größeren Rundreiseangebot hier drin zu finden. Ich habe vorhin schon mal angedeutet, Belfast ist meine Lieblingsstadt. Deswegen hier auch nochmal nach Belfast mit der nordirischen Komponente, die City Hall, die Queen's University, eine weltweit renommierte Universität, Stormont, Sitz von Regierung und Parlament. Das ist der Ort, an dem ganz vieles ganz langsam geht, weswegen man sich hier immer wieder mal wundert, wenn über irische Problematik gesprochen wird. Aber es geht deswegen ganz langsam, weil das nordirische System sieht einfach vor, dass sich die beiden Seiten einigen müssen.
dass Mehrheiten immer gemeinsam gefunden werden müssen. Und man stellt sich vor, im Bundestag müsste die Mehrheit immer bei der Opposition genauso wie bei der Regierungsseite sein. Das wäre auch langwierig. Wenn es denn dann mal geklappt hat, hält es auch im Regelfall. Aber der Weg dahin ist immer etwas mühsam. Ein ganz spannender Ort zu haben. Und hier die Titanic Experience, eine grandiose Ausstellung. Und es ist nicht nur die Geschichte eines Schiffs, es ist eine Industriegeschichte, es ist eine Stadtgeschichte, es ist eine Sozialgeschichte. Das alles am Beispiel dieses Schiffs. Das Schiff übrigens, wir legen in Belfast ganz großen Wert darauf. Als die Titanic aus Belfast abgefahren ist, war sie völlig in Ordnung. Und danach hat sie ein englischer Kapitän übernommen. Ja, abends auch hier. Da ist der Norden wie der Süden. Man trifft sich, man musiziert, man singt. Die Landschaften, sie ähneln sich, die Bewohner auch. Und hier ist eines der Weltkulturerbestätte, der Giant's Causeway im Norden. Der ganz berühmte, der Damm des Riesen und die Geschichten dazu. Die Geschichten eines großen Schotten und einer klugen Iren. Auch nahebei diese berühmte Straße aus Game of Thrones, hier an der Stelle jetzt mal nicht von kriegerischen Elementen oder Königen bevölkert. Londonderry oder Derry, diese geteilte Stadt. Und hier speziell die Friedensbrücke, die so als Symbol für den Friedensprozess über den Foyle gebaut wurde. Und das nahegelegene Donegal, man sieht, es ist jetzt nicht ganz so heftiger Verkehrsstau dort. Das findet sich da überall. Nach Hause geht es dann wieder über Dublin. Dieses im geheimnisvollen Nordirland, gut verpackt. Ja, und weil wir eben Dublin erwähnt haben, das ist unsere berühmte Hauptstadt. Sie war vor, ich glaube, 200 Jahren, galt sie als die schönste Stadt des britischen Empires und war wohl auch die größte außerhalb Londons. Molly Malone, ganz berühmt. Und auch berühmt die Türen im Georgian Dublin. Das GPO in der O'Connell Street, das alte Hauptpostamt. In diesem Hauptpostamt war 1916 das Hauptquartier des berühmten und schiefgegangenen Aufstands, der dann aber letztlich und endlich einige Jahre später doch zur Gründung des damaligen Freistaates führte. St. Patrick's Cathedral, eine der vielen großartigen Kirchen in Dublin, die zu besuchen sich immer lohnt. Und ja, es ist die Stadt der Dichter und Denker. Das meint man gar nicht, aber dieses kleine Inselchen Irland mit seinen insgesamt 6 Millionen Einwohnern hat es fertiggebracht, 4 Literatur-Nobelpreisträger hervorzubringen. Am 5., wenn man Heinrich Böll mitrechnen würde, der so viel in Irland gelebt hat. Dementsprechend auch hier die größte Bibliothek in Trinity College, wo auch das Book of Kells im Original aufgehoben wird, ein ganz altes Buch noch von Mönchen, kalligrafiert, wunderbar anzusehen, ganz tolle Atmosphäre. Aber natürlich auch ein Stadtzentrum, lebhaft, tolle Einkaufsmöglichkeiten. Hier nochmal ein besonders schönes Exemplar einer Dublin Door. Und jetzt eine Möglichkeit der Übernachtung. Und an der Stelle muss ich mal ein großes Kompliment machen an Servicereisen. Das ist sogar mir entgangen. Da ist eine ganz, ganz tolle neue, also für mich jetzt auch neue Übernachtungsmöglichkeit. Ganz, ganz spannend. Wenn man von der Stadt genug hat, aber noch dort ist und will mal nahegelegene Ausflüge machen, ja, die heiligen Hügel von Tara, wo früher die Hochkönige gekrönt wurden, die Ganggräber von Nose oder Newgrange in der Nähe. Nur mal so, um es zu verdeutlichen, im Vergleich zu diesen Ganggräbern sind die Pyramiden von Gizeh Neubauten, einige hundert Jahre später erst gebaut worden. Oder Stonehenge, dieses neureichen Gedenkstätte. Malahide Castle, auch im Nahbereich von Dublin, eine wunderschöne, wunderschön ausgestattete Wohnburg. Oder in den Wicklow Mountains, Powers Court Gardens, ein klassisches Beispiel dafür, warum die Wicklow Mountains auch der Garten Dublins genannt werden.
Oder das Fischerdorf Haus in der Nähe, auch sozusagen nebenan, gerade mal eine S-Bahnfahrt weit weg. Man kann dort am Hafen ganz exzellent Seafood essen und auch ganz schön über die Hügel wandern. Auch so eine Tour kommt dann mal zu einem Ende. Hier sind wir wieder am Liffey in Abendatmosphäre. Und das wiederum wäre ein passendes Angebot aus dem Bereich von Servicereisen. Im Grundsatz bin ich jetzt mit meiner Einführung hier zu Ende. Und jetzt wäre die Frage, gibt es Fragen? Pia, zurück zu dir als Regisseurin. Ja, da bin ich wieder. Also ja, wir haben tatsächlich eine Frage. Vielen Dank dafür schon mal. Die Frage ist, kann man im September mit dem Bus mit der P&O nach Irland fahren, wegen Durchfahrt, England und Quarantäne? Möchtest du oder soll ich? Nein, ich habe die Frage akustisch nur teilweise verstanden. Kann man mit dem Boot nach, also ganz, ganz grundsätzlich, wir nennen das ja Landbridge. Wenn man also nicht die Direktfähren vom Kontinent nach Irland nimmt, sondern eben über Großbritannien nimmt. Und natürlich ist sowas grundsätzlich möglich. Aber was die Briten dann an dem Zwischenstück für Auflagen haben, das entzieht sich unseres Einflusses noch mehr als unserer Kenntnis. Das variiert immer wieder. Es ist mit Sicherheit rein fahrtechnisch, ist es die einfachere Variante, zumindest von einem großen Teil Deutschlands aus, weil man die Zwischenübernachtung ja an Bord des Schiffes machen kann. Etwas, was ich sehr gerne mache. Aber wie sich jetzt die Fragen entwickeln, ab nächstem Jahr bei Großbritannien Reisepasspflicht, und was jetzt die aktuellen Probleme angeht, wie die jeweils so gehandhabt werden, da sind wir leider Gottes auch nicht die Richtigen. Also ich kann da gern, bitte? Kann da gern auch sonst noch was zu sagen. Also Stand jetzt ist, für einen Transit braucht man tatsächlich also wahrscheinlich einen Test. Das mit dem Impfen, das ist auch noch nicht so ganz raus. In Quarantäne muss man nicht. Und für einen Transit, also wenn man mit der P&O in Hull ankommt und dann weiter von Holyhead nach Dublin fährt, ist es aktuell nicht notwendig. Wenn man sonst nach UK fährt, sind aktuell, muss man Tests vorbuchen und gegebenenfalls in Quarantäne, weil eben Deutschland noch auf der Amber List steht, also nicht auf der grünen, sondern auf der mittleren Liste. Wie es im September aussieht, das weiß jetzt leider noch keiner. Aus dem Grund bieten wir halt an, dass wir am Stornotermin schauen wir uns das Ganze an. Wie sind die Regelungen? Was können wir da machen? Verkürzen den Stornotermin dann je nach Partnern, mit denen wir da dann gerade die Buchung haben. Sprechen mit den Hotels und ja, verkürzen die Stornofrist auf bis zu 2 Wochen, dass wir da eben dann ja nicht in die Bredouille kommen und es dann hinterher Geld kostet, aber wir halt die Möglichkeit haben, eben ja, die Reise auch tatsächlich mit unseren Kunden durchzuführen, weil wir wollen ja auch, dass die Reisegäste dann nach Irland fahren. Ja, ich meine, gut, wie gesagt, die aktuellen Bedingungen, wir müssen gucken, wie sich das entwickelt. Ne? Aber ich wäre mal im Hinblick auf die nächsten Jahre optimistisch, dass sich das halbwegs einordnet. Ja, auf jeden Fall, genau. Gibt es sonst noch Fragen? Weil sonst würde ich noch mal ganz kurz was vielleicht zu den Reisen sagen, die wir jetzt aufgegriffen haben in der Präsentation. Also sonst trauen Sie sich, schreiben Sie was in den Chat. ja. Während wir warten, kann ich ja schon mal was zu der Irland-Klassiker-Reise sagen. Also der Christian hat jetzt schon den Verlauf an sich ein bisschen erzählt, wo es lang geht. Also das ist tatsächlich wirklich die Reise, die ja am besten läuft im Bereich Irland. Man sieht die Orte, die halt einfach ja so das sind, was man bei einer auch Einsteigerreise in Irland sehen muss. Für dann zum Beispiel eine aufbauende Tour oder eine Tour, die einfach länger sein soll, ist dann die Irland spektakuläre Küsten mit 11 Tagen die Reise, wo man dann einfach den kompletten Einblick auch in Nordirland bekommt. Wenn es dann spezieller sein soll und man gerne nur Nordirland machen möchte, meine Lieblingsstadt ist übrigens auch Belfast, dann ist tatsächlich die geheimnisvolle Nordirland,
die Tour, die es dann zu empfehlen gibt. Und ja, unser kleines Special sozusagen, die Dublin-Tour mit dem Aloft Hotel, die haben wir neu im Programm. Kleiner Tipp, die läuft auch richtig gut. Also da sind feste Kontingente dahinter. Auch Flüge haben wir schon vorreserviert ab München, ab Düsseldorf und ab Frankfurt. Ja, und dann einfach melden. Auf der Website findet man die Termine. Gerne auch, falls die Termine nicht passen, fragen wir auch die Termine an. Das Hotel ist da echt super, auch in der Zusammenarbeit. Sind happy mit jeder Gruppe, die wir dort anfragen und buchen und ja, helfen uns mit allem. Und es gibt ein Pint Guinness bei der Stadtführung dazu. Also das ist, glaube ich, auch noch so ein Buchungsgrund. Ja. Ah, hier haben wir noch eine Frage. So, ich fange mal oben an. Gibt es im kommenden Jahr eine Inforeise nach Irland von Servicereisen oder vom Tourismusboard? Das ist die nächste Frage. Ich beantworte die mal von unserer Seite aus. Ja. Von unserer Seite gibt es sowas eigentlich nur dann in Zusammenarbeit mit euch. Also wir bieten das nicht breitflächig an, weil es sich nur lohnt, das in Zusammenarbeit mit einem Anbieter von effektiven Reisen zu machen. Wir haben es ja in der Vergangenheit auch schon mal gemacht. Es ist jetzt nicht ganz so leicht. Und ob es im nächsten Jahr möglich sein wird, hätte ich ein bisschen ein Fragezeichen. Aber das Fragezeichen ist hier wie bei euch. Weil ab wann setzt Normalität wieder ein? Wir hoffen, es im Laufe der nächsten, sagen wir mal, 18 Monate wieder zu einer Normalität zu finden. Insofern ein bisschen offen, grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Ja, also dann, also aktuell ist noch nichts geplant, das kann ich sagen, aber wenn es da die Nachfrage gibt und dann würde ich das hier tatsächlich mal zur internen Diskussion aufnehmen. Finde ich eine schöne Idee, da bin ich auch immer dabei. Also, ja. Und dann die nächste Frage, ist ein bisschen off-topic. Welche Verbindung haben Sie denn zu Portugal, Herr Rübel? So. Moment, nein. Nein, das ist nicht off-topic. Das ist, ich gehe mal von Share-Screen weg, würde ich sagen, wenn ich das schaffe. Moment. Denn es bezieht sich vermutlich auf meine Fahne im Hintergrund. Und ne, ich schaffe das jetzt natürlich nicht. Also, doch, hier, Stop-Share, da steht es doch dick und fett und breit. Diese Fahne ist nicht Portugal. Diese Fahne ist die wunderbare, die möglicherweise uririschste aller Grafschaften, Mayo. Geschrieben wie die Mayo, aber Mayo. Die am dünnsten besiedelste Grafschaft, eine der größeren, in der liegt der wunderbare Ort Ballinar mit einem der besten Lachsfischfanggründe. Es gibt die Halbinsel Belmollet, es gibt die Halbinsel Achill Island, auf der Heinrich Böll sein Haus hatte. Und ja, also dort zu sein, ist einfach ganz, ganz wunderschön, tolle Motorradstrecken. Und die Fahne kommt daher, dass wir am Tag eines All-Ireland Finals, also als das irische Fußballfinale stattfand, das Gaelic Football Final zwischen Mayo und Dublin. Und Mayo, wie gesagt, das am dünnsten besiedelte Land gegen die große Dubliner. Und es stand bis 2 Minuten vor Ende, stand es zwei Punkte weniger. Und dann hatte Mayo noch einen Freistoß und hat ihn vergeigt, leider Gottes. Sie haben es nicht gewonnen. Aber der Bus, mit dem ich damals mit 50 Deutschen durch Connemara fuhr, der war Mayo beflaggt. Mayo, nicht Portugal. Beantwortet das die Fragen? Kurze Rückmeldung im Chat, falls nicht. Ansonsten. Wir haben hier nämlich jetzt auch, ja, danke. Also ich glaube, das war genug Erklärung. Ansonsten, wir haben ja auch mit dem Christian Rübel einen absoluten Motorrad-Fan, auch immer toller Ansprechpartner, wenn es um Routen für Motorradreisen geht. Ja, jederzeit. Die bedeutendste Art der Fortbewegung.
Na, die bedeutendste vielleicht jetzt nicht gerade, aber für den Fahrer selbst, auch für den Beifahrer, die Beifahrerin, die interessanteste Art und Weise, ein Land zu bereisen, insbesondere sowas wie Irland, wo die Leute eh neugierig sind. Nur ein Beispiel, ich fahre dort entlang, vor mir ein anderer Motorradfahrer, den ich noch nie gesehen hatte, so eine Dreiviertelstunde haben wir die gleiche Strecke, dann fahre ich tanken, daraufhin dreht der rum, kommt zurück, um 5 Minuten mit einem zu schwätzen. Ergebnis ist, wir fahren die nächste Stunde wieder hintereinander her, setzen uns dann zu einem Tee zusammen, bevor er weiter nach Norden fährt und wir rüber nach Dublin fahren. Also, dass man unter Motorradfahrern leicht ins Gespräch kommt, ja, aber dass da extra Umwege gefahren werden, war mir neu. Und ansonsten, wenn man vom Motorrad absteigt irgendwo, ist der Interessefaktor der Umstehenden immer ein bisschen höher als im Durchschnitt. Und wenn, ja, dann kommt man also noch viel, viel leichter ins Gespräch. Ja, das stimmt, das habe ich schon aus anderen Quellen gehört. Ja, ich glaube, also Fragerunde ist, glaube ich, beendet. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr bekommen. Möchtest du noch irgendwas loswerden, erzählen, beichten, irgendwas? Das ist jetzt deine Chance. Ja, das mit dem Beichten, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich bin Protestant, wir beichten ja nicht. Nein, ich kann nur sagen, ich bin vor fast 30 Jahren das erste Mal nach Irland gekommen, kurioserweise nach Nordirland damals, 2 Wochen auf dem Loch Earn, auf einem Hausbooturlaub, und hatte also ein klassisches Irland-Erlebnis. Sonnenbrand, 2 Wochen Hitze. Und damals war Nordirland ja noch eher ein Brennpunkt, einen der friedlichsten Urlaube, den ich jemals hatte. Und das Wunderschöne bei Irland, also ich kenne ja auch Großbritannien sehr gut und du, Pia, machst ja auch die größere Insel, aber du darfst ja auch die schönere Insel machen, zum Glück. Und wenn ich mal so von hier unten vom Kontinent gucke, ob ich jetzt also England nehme, Schottland, Wales, Irland, das sind ja alles Schattierungen einer sehr ähnlichen Sache, wenn man von der Ferne drauf guckt. Wenn man dann näher kommt, merkt man die Unterschiede und mich begeistert vieles auch auf der großen Insel. Und als ich dann intensiv seit Beginn diesen Jahrtausends auch wieder nach Irland gekommen bin, hat mich eines völlig überzeugt, und das sind die Menschen. Es gibt diesen Klischeespruch, ein Fremder ist ein Freund, den ich noch nicht kennengelernt habe. Gut, Freund ist jetzt ein großes Wort dafür, aber es ist tatsächlich, die Iren sind neugierig auf die Menschen. Und ich komme überhaupt nicht dazu, Ihren was zu fragen, der fragt mich zuerst. Und es gibt diese berühmten Begegnungen, wo man anhält irgendwo in der Pampa und sucht jemanden und fragt ihn nach dem Weg. Und eine Viertelstunde später weiß man, wie es seiner Oma geht, woran der Onkel gestorben ist, hat dem erzählt, wie die Kinder in der Schule tun. Und das Ende ist, übrigens, da weiß ich auch nicht, wo das ist. Und dann fährt man weiter und sucht weiter. Das sind Witzgeschichten eigentlich, aber sie passieren einem dort. Bis hin zu dieser berühmten Geschichte, wo man aussteigt und fragt, wie komme ich denn von hier nach dort? Und die Antwort, die klassische irische Antwort beginnt, wenn ich du wäre, würde ich von hier aus nicht losfahren. Das ist Irland. Im Großen und Ganzen eine Insel, die wunderschön ist und von ihren Menschen noch viel attraktiver gemacht wird. Und insofern muss ich sagen, kann ich mich glücklich schätzen, hier seit 20 Jahren tätig zu sein. Ich fahre freiwillig auch noch privat hin. Im Moment natürlich dummerweise nicht, aber ich hoffe, im September wieder mit meinen 2 Rädern da von der Fähre rollen zu können. Das ist schön gesagt. Das beschreibt Irland tatsächlich echt gut. Ja, das passt. Das unterschreibe ich zu 100%. Ja, und ich meine im Übrigen, wir sind hier, wir können euren Kunden mit Rat zur Seite stehen, mit Tat, das schafft nur ihr. Aber wenn wir ergänzend in irgendeiner Form helfen können, machen wir das immer gerne und entweder über euch oder direkt gerne anfragen und man kümmert sich. Man erklärt auch gerne das nordwesteuropäische Portugal. Genau. Gut, also ich habe jetzt gesehen, wir haben jetzt keine Fragen mehr. Wir haben auf jeden Fall den Dominik Schmidt sehen wir in Köln. Das freut mich sehr. Danke, dass Sie dabei waren.
Und ja, dann würde ich jetzt nochmal auf den Link in den FAQs hinweisen für ein persönliches Gespräch, falls das noch gewünscht ist. Dann haben wir noch weitere Reiseideen und Reisenkontingente, die natürlich ja, darauf warten, gebucht zu werden. Da steckt ganz viel Liebe drin. Und ja, unsere nächste Veranstaltung ist die Vorstellung unserer SRG-Kreuzfahrtcharta 2020 mit Katharina Blaha. Jetzt ab 12 musst du nur kurz auf die Uhr gucken. Und genau, das ist dann die nächste Veranstaltung. Danke, Chris, dass du dabei warst und ja, dass du das hier so toll und ja, mit so viel Liebe auch vorgetragen hast, weil Irland, das muss man erlebt haben und es ist einfach wirklich, ich glaube, wenn man da war, dann kann man dieses Gefühl auch erst annähernd irgendwie beschreiben, was das mit einem macht. Das ist einfach eine Insel, die macht einen richtig glücklich. Ja, das unterschreibe ich gerne. Und ich habe im Laufe der Jahre ja auch wirklich alle Varianten kennengelernt, reingeflogen, Mietwagen genommen, Motorrad selber gefahren, mit dem Bus gereist. Ich habe sogar schon als Reiseleiter vereinzelt Busgruppen verschreckt. Also ich kann daraus nur sagen, es ist egal, auf welche Art und Weise man Irland bereist. Es ist immer bereichernd. Man wird immer was Besonderes rausziehen, wenn man da offen dran geht. Und ich freue mich über jeden, der da hinkommt und bedanke mich bei allen, die mich jetzt hier die letzte Dreiviertelstunde ausgehalten haben. Dank auch an euch, Pia und Jerry. Und ich verabschiede mich dann jetzt und wünsche euch noch einen interessanten Event. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss.